Zum Jahresende möchte ich euch noch meine liebsten Jesus-Zitate vorlesen. Sie stammen alle aus dem Buch Jugend Jesus. Jesus sagte: Seufze nicht der Welt wegen, sondern deiner Sünden wegen. So wirst du besser fahren. Wenn die Eltern ihre Kinder lieben und sie in ihre Geschäfte einbeziehen, ihnen Macht und Gewalt geben, ja, wenn du dies als Mensch aus Liebe zu deinen Kindern tust, warum sollte dies Gott nicht auch tun, als ein heiliger Vater mit seinen Kindern aus seiner unendlichen Liebe zu ihnen? Die Liebe ist das Leben. Wer die Liebe hat, hat auch das Leben. Der ist ein Sünder, der keine Liebe hat. Du aber hast Liebe, und so bist du kein Sünder vor mir, denn ich habe sie, die Sünde, dir vergeben. Darum ich über Moses bin ein Herr von Ewigkeit. Es ist genug, so du in aller Liebe dein Herz vor mir beugest, deine Knie aber magst du gerade halten. Wohl hat Gott das Gesetz gegeben, aber nicht für den Weltverstand, sondern für das Herz. Und Moses selbst hat das ganze Gesetz in die Liebe zu Gott gesetzt. Das Gesetz ist geblieben, aber die Liebe ist schon lange gestorben. Darum ist mir ein Heide und ein freier Sünder lieber als ein toter, gefesselter Sklave des Gesetzes. Die Liebe ist in sich selbst das ewige Leben. Wer dies hat, wer die Liebe hat, der wird dereinst auch zu schauen bekommen, alle meine Schöpfungen. Was tust du denn mit deinen guten Freunden und Brüdern, so du mit ihnen zusammenkommst? Siehe, du erfreust dich über sie, grüßt sie, bittest ihnen die Hände, Brust und Kopf. Desgleichen tue auch für mich, und ich werde von dir ewig nichts anderes verlangen. Meinst du denn, ich werde durch der Menschen Gebete fetter und mächtiger, als ich ohne solche Gebete ohnehin schon bin? Wie ein Hauch werden diese Erdenjahre vergehen, in denen ihr hier wirken werdet. Aber dann werdet ihr sein, wo ich sein werde ewig, unter denen, die mich lieben werden, dir gleich. Also sei es ewig. Mein Zorn ist mehr Liebe als deine größte Liebe. Meinst du denn, deine Tränen werden dein Herz reinigen von allen Sünden vor mir? Über das Herz gleiten sie nicht, machen es aber oft verschlossen, dass dann weder etwas Gutes noch etwas Böses eingehen kann. Das bringt dann den Tod dem Geist, der im Herzen wohnt. Drei Tränen habe ich in das Auge des Menschen gelegt. Die Freudenträne, die Mitleidsträne und die Träne, die der Schmerz auspresst. Aber keine Trauerträne, keine Zornträne und keine Reueträne, die aus dem Mitleid mit sich selbst entstehen. Wie hätte ich dich, Maria, wohl je zu meiner Gebärerin gewählt, wenn ich dich nicht geliebt hätte, mehr als je die Ewigkeit fassen wird? Mein Reich der Liebe wird dir wie ein Königtum zufallen, und du wirst eine Königin darin sein.